Heute bei Bitte melde dich. Frank hat seinen Vater nie kennengelernt. Was sind es für Fragen, die dich so bewegen, wenn du an deinen Vater denkst? Was hat er auf sein Leben gemacht? Ist er hilfsbereit oder hat er noch irgendwie sportlich irgendwas gemacht? Oder was? Ich weiß ja nichts. Spuren der Vergangenheit führen uns durch mystische Regionen Englands. Marianne aus meinem Team gerät dabei in Schwierigkeiten. Wie sieht's aus bei dir? Ehrlich gesagt, ich mache mir hier nicht wirklich viel Hoffnung. Doch wir geben alles, um Franks großen Herzenswunsch zu erfüllen. Das alles jetzt bei Bitte melde dich. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich bin Julia Leischig. Ich befinde mich hier gerade in der Recherche für meinen nächsten Fall. Und die läuft leider ganz anders, als ich es erhofft hatte. Es ist die Geschichte einer Lebenslüge und deren Konsequenzen. Vor einiger Zeit hat sich Steffi an mich gewandt. Ihr Mann Frank sucht seit vielen Jahren nach seinem Vater, von dem er erst durch Zufall erfuhr. Der Frank, mein Mann, kennt seinen leiblichen Papa leider nicht. Und in den letzten Jahren war der Drang immer heftiger da, seinen Vater kennenzulernen. Das war in seinem ganzen Leben eine richtige Lücke, die sich nie schließen konnte. Und ich bin selber ohne meinen Vater aufgewachsen und kann in etwa so nachvollziehen, was ihm das bedeutet. Vor allem, weil er es halt auch erst sehr spät erfahren hat und er eigentlich mit einer Lüge gelebt hat, viele, viele Jahre. Ich habe mit 31 Jahren das erste Mal geheiratet, da wurde ich meine Geburtsurkunde im Rathaus in Menden. Da stand da nur drauf, der Name von meiner Mutter, der Name von mir und mehr nicht. Und dann bin ich nach meiner Mutter gefahren und die hat mir dann ein Bild gegeben, hat mir gesagt, dass das mein Vater ist, also mit dem sie damals liiert war. Also ich war den Tränen nahe. Damals, wo ich das Bild gesehen habe. Und da war ich sehr, sehr enttäuscht von meiner Mutter und der Vater, der mich großgezogen hat, dass sie mir das nicht eher gesagt haben. Wenn ich nie geheiratet hätte, hätte ich das nie erfahren. Das tat sehr, sehr weh. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Ich weiß nur, dass er war Soldat. Er war in Menden stationiert, muss früher sportlich gewesen sein. Und mehr weiß ich nicht. Meine Mutter hat ja damals, wo ich sie gefragt habe, abgeblockt. Hat nicht viel erzählt. Hat nur erzählt, er hätte eine Freundin gehabt in England. Und da hätte sie Schluss gemacht. Wenn ich das Foto ansehe, das tut ein bisschen weh im Herz. Ich möchte den unbedingt mal kennenlernen. Also, ich habe nur das Foto. Er sieht mir sehr ähnlich. Aber ich bin schon seit 24 Jahren am Suchen und ich hoffe nur, dass es auf diesem Weg klappen würde. Das würde mir viel geben, wenn ich meinen Vater kennenlernen würde. Dann wäre es schön, wenn ich noch Halbgeschwister hätte und fragen könnte, wie er als Vater gewesen ist. War er immer da für euch und hat er erzählt von mir, dass es mich auch gibt? Die Lücke in meinem Leben, die möchte ich gerne schließen. Da stehen wir jetzt gemeinsam durch und ich wünsche mir einfach für ihn, dass diese Leere in seinem Herz dann gefüllt wird, ja. Nachdem mich der Hilferuf der beiden erreicht hat, habe ich sofort angefangen zu recherchieren. Sehr schwierig war das in diesem Fall nicht, aber das erste Ergebnis ist erschütternd. Tja, ich bin in diesem Fall leider sehr schnell fündig geworden. Über meine Internetrecherche habe ich herausbekommen, dass ein Robin Leander Robinson, also Franks Vater, bereits im Jahr 2000 in Carlisle verstorben ist. Das heißt, ich habe mit meiner Suche noch gar nicht so richtig angefangen und habe schon solche Nachrichten. Die muss ich natürlich Frank überbringen, aber ich möchte ihm nicht nur traurige Sachen mitteilen und nicht nur mit leeren Händen dastehen. Deshalb habe ich mich mit Marianne aus meinem Team zu einem Videogespräch verabredet. Vielleicht gelingt es uns, in England einen Teil der Familie Franks zu finden.
Ich bin in der Recherche für eine Vatersuche und bin ehrlich gesagt schneller fündig geworden, als mir lieb ist, denn der gesuchte Vater ist leider schon verstorben. Oh, wirklich? Ja. Das ist traurig. Total. Denn der Sohn Frank weiß leider gar nichts über seinen Vater. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass wir ihm irgendwas an die Hand geben müssten, dass wir ein bisschen mehr rausfinden über das Leben des verstorbenen Vaters. Aus dem Grund würde ich dich bitten, nach Carlisle in England, das liegt an der schottischen Grenze, zu fahren. Das ist der Ort, wo Franks Vater verstorben ist. Ich habe mir gedacht, vielleicht findest du da noch Lebensspuren, weißt du, Freunde von ihm oder vielleicht sogar Verwandte, die was über ihn zu berichten haben, Fotos, was auch immer. Ja, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich mache das gerne. Sehr gut. Ich werde dir gleich eine Mail schicken, wo alle Informationen enthalten sind. Und dann sprechen wir einfach nochmal und gucken, was die nächsten Schritte sind. Super. So machen wir es. Tschüss. 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 Ja, und ich muss mich jetzt mit Frank in Verbindung setzen und mit ihm verabreden, um ihm die traurige Nachricht zu überbringen. Und hoffe sehr, dass ich ihm bis dahin noch mehr über seinen Vater erzählen kann. Eine knappe Woche später. Ich habe mich mit Frank und Steffi verabredet. Nun muss ich den beiden mitteilen, dass Franks Vater bereits vor 22 Jahren an Krebs gestorben ist. Damit konnte niemand rechnen. Aber trotz des niederschmetternden Ergebnisses bleibt Frank recht gefasst. Ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich ganz andere Neuigkeiten für euch habe, ne? Rechnen muss man immer damit. Ja. Ja. Es ist schon lange her. Ja, ja, ja. Geht dir jetzt wahrscheinlich ganz viel durch den Kopf. Sicher, das. Ja. Ich dachte mir, man hätte. Ja. Aber wir haben alle nur ein Leben. So. Ich bin froh, dass du deine Steffi an deiner Seite hast, dass du da nicht jetzt alleine durchgehst. Ich denke, dass das wichtig ist, dass ihr zusammenhaltet. Ja, das ist. Das machen wir. Ja. Ich habe euch heute natürlich hergebeten, auch weil es noch ganz viele andere schöne Dinge zu erzählen gibt. Und ich würde euch jetzt gerne mitnehmen und dir noch andere Neuigkeiten berichten. Ja? Dann lasst uns gehen. Sehen Sie gleich die schwierige Suche nach Franks Geschwistern im Norden Englands. Wie sieht's aus bei dir? Ich mache mir hier nicht wirklich viel Hoffnung. So, jetzt sind wir hier angekommen. Wie geht's euch? Wie geht's dir, Frank, gerade so? Bisschen komisches Gefühl im Magen. Ja. Allein schon, dass der Mensch gestorben ist, der so alt ist wie ich jetzt. Mhm. Also das berührt mich. Finde ich schön, dass du eher mit den Gedanken bei ihm bist, als bei deinen eigenen Gefühlen. Ja. Frank, was sind das für Fragen, die dich so bewegen, wenn du an deinen Vater denkst? Was hat er auf sein Leben gemacht? Hat er eine Familie gehabt? War er lieb zu einer Familie? Hat er noch irgendwie sportlich irgendwas gemacht? Oder was? Ich weiß ja nichts. Du willst dir ein Bild machen? Bild, gerne, ein großes Bild machen, weil ich habe ja nur ein Foto. Ja. Und mehr weiß ich nicht. Wärst du neugierig, deine Wurzeln oder andere Verwandte auch zu finden? Das wäre sehr schön, weil das sind ja auch meine Gene. Ob ich vielleicht noch Halbgeschwister, dass ich die fragen könnte, wie war der Ihr Vater, mein Zeuge, mein Vater, wie war er gewesen für euch oder wie ist er mit euch umgegangen? Und, und das sind alles so Sachen, die mich sehr, sehr interessieren. Ja. Hast du deinen Mann schon oft so erlebt wie heute, so dass er Gefühle auch so zulässt? Selten. Frank ist jemand, der gerne, sag ich mal, auch vor allen Dingen negative Sachen oder negative Gefühle so ein bisschen auch beiseite schiebt oder nicht so zulassen möchte oder nicht so zeigt, war ich schon überrascht. Frank, wir wussten ja natürlich, wie sehr du dir auch wünschst, irgendwas über deinen Vater zu erfahren. Und auf unserer Suche nach deinem Vater in Nordengland hat meine Kollegin Mariana einen guten Freund deines Vaters gefunden. Der heißt Gary. Und mit dem hat sie sich verabredet. Und das möchte ich dir jetzt gern zeigen. Ja? Ja. Okay, dann guck mal. Carlisle im äußersten Norden Englands. Die 75.000 Einwohner große Stadt ist die letzte englische Stadt vor der schottischen Grenze.
Über verschiedene Behörden, ehemalige Soldaten und Sportvereine ist es uns gelungen, Kontakt zu Gary, offenbar einem ehemaligen guten Freund von Franks Vater Robin, herzustellen. Gary hat das Stadion von Carlisle als Treffpunkt vorgeschlagen. Mariana hofft sehr, jetzt mehr über den verstorbenen Vater und dessen Familie zu erfahren. Gary? Hallo. Sind Sie Gary Thompson? Der bin ich, ja. Hi. Hallo, ich bin Mariana. Danke, dass Sie sich mit mir treffen. Kein Problem. Das ist ja ein interessanter Treffpunkt an einem so stürmischen Tag wie diesem. Das stimmt, aber ich habe viele Erinnerungen an diesen Ort. An diesem Ort kamen Robin und ich auf die Idee, eine Fußballmannschaft zu gründen. Deshalb dachte ich, wir treffen uns hier. Sie kannten Robin recht lange, stimmt das? Wir kannten uns sehr gut. Wissen Sie, dass Robin eine Verbindung zu Deutschland hat? Als er jung war, war er in Deutschland stationiert. Mehr weiß ich aber nicht. Wissen Sie, dass Robin einen Sohn in Deutschland hat? Nein, das wusste ich nicht. Davon hat er mir nie erzählt. Ich kann Ihnen mehr darüber erzählen. Können wir vielleicht woanders hingehen? Das wäre super. Gehen wir doch in den Pub, in dem wir mit der Mannschaft immer was getrunken haben. Gehen wir in den King's Head. Ich folge Ihnen. Gary zeigt Mariana seinen Lieblingspub. Auch dieser Ort scheint eine wichtige Rolle zu spielen in der gemeinsamen Vergangenheit mit Franks Vater. Das scheint ein beliebter Pub zu sein. Beliebt und freundlich. Hier spricht jeder mit jedem. Er ist mitten in der Innenstadt. Ich kann verstehen, warum. Tolle Atmosphäre hier. Hier seid ihr immer nach dem Fußballspiel hingegangen? Sind wir deshalb hier? Um ehrlich zu sein, wir sind vor dem Spiel hierher, um was zu trinken. Wir haben bei einem Bier über die Mannschaft gesprochen und so weiter. Es hat sich dann so entwickelt, dass Robin unser Trainer wurde. Er war sehr gut trainiert. Er machte aus uns richtig gute Fußballer, die wir vorher nicht waren. Können Sie mir erklären, wie Sie sich kennengelernt haben? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich kannte Mark. Über ihn lernte ich Robin kennen. Dadurch kamen wir zusammen. War Mark ein weiterer Freund? Nein, Mark ist Robins Sohn. Robins Sohn heißt Mark. Ja, über ihn haben wir uns kennengelernt. Ich habe ja erwähnt, dass Robin noch einen Sohn in Deutschland hat. Ja. Deshalb bin ich hier. Sein Name ist Frank und wir versuchen, ihn mit der Familie seines Vaters zusammenzubringen. Den leider erfuhren wir, dass Robin vor langer Zeit verstorben ist. Ja, schon seit über 20 Jahren. Kennen Sie denn seine Familie? Ja, ich kenne die ganze Familie. Außer seine Ex-Frau Pat Porter. Über sie weiß ich nur wenig. Als ich die Familie kennenlernte, waren sie schon geschieden. Da ist aber noch Damien, der ältere Bruder. Noch ein Bruder? Genau. Mark in der Mitte und Nicola seine Tochter. Also drei Kinder. Wow. Also drei Kinder. Wahnsinn. Das sind aber tolle Nachrichten für Frank in Deutschland. Haben Sie Kontakt zu ihnen? Leider nicht mehr, tut mir leid. Damien lebt ein eigenes Leben. Er ist irgendwo hingegangen. Mark habe ich auch nie wieder gesehen. Bei Nicola ist es etwas anderes. Ich glaube, sie hat eine Pension in Derwentwater. Das ist im Lake District, eine Stunde von hier entfernt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dort ist sie hingegangen. Dann werde ich es dort mal versuchen. Was anderes fällt mir nicht ein, um die Familie zu finden. Also danke erstmal für die Informationen. Vielleicht finde ich ja Nicola und somit die anderen Geschwister. Das hoffe ich auch. Viel Glück. Vielen Dank. Gern geschehen. Thank you. Okay. And cheers. Cheers. Drei Geschwister. Drei Geschwister. Oder vielleicht.
Oh. Ja. Jetzt bist du da auch Fußball gespielt wie du. Ja, ganz sportbegeistert. Wir wussten dann, dass es drei Geschwister gab und haben uns natürlich bei der Suche erstmal auf Nicola, auf deine Schwester, konzentriert, weil es da ja am meisten Hinweise gab. Und dazu zeige ich dir jetzt wieder was. Okay? Okay. Mariana macht sich auf den Weg Richtung Süden in den landschaftlich beeindruckenden Lake District. Franks Halbschwester soll hier eine Pension betreiben oder in einer Pension arbeiten. Ich habe ein bisschen recherchiert und es gibt tatsächlich eine Pension namens Robinson Cottage. Und vielleicht gehört es auch Nicola Robinson. Auf jeden Fall fahre ich jetzt dahin und mit ein bisschen Glück werde ich gleich Nicola finden. Mariana erreicht den Ort Keswick. Hier am Lake Derwentwater hofft sie, Franks Halbschwester Nicola zu finden. Tatsächlich, da ist 76 und da steht sogar Robinson. Tja, irgendwie scheint niemand da zu sein, obwohl hier steht ganz klar Cottages, auch mit Telefonnummer. Vielleicht versuche ich hier anzurufen. 01-228-599960. Komisch. Diese Nummer funktioniert leider nicht. Vielleicht frage ich in der Umgebung. Vielleicht kann einer von den anderen Pensionen mir was sagen. Erstmal versucht Mariana es gleich nebenan. Können wir Ihnen helfen? Ja, wir sind vom deutschen Fernsehen. Vielleicht können Sie uns helfen. Ich weiß nicht, wie wir eine Hilfe sein könnten. Wir suchen eine Frau namens Nicola Robinson. Sie soll in einem Bed and Breakfast arbeiten oder eines besitzen. Ich war gerade nebenan, aber da ist niemand. Kennen Sie sie vielleicht? Da war früher mal jemand mit dem Namen Robinson, der dort gelebt hat. Aber er ist vor 1 bis 2 Jahren gestorben. Er ist vor 1-2 Jahren verstorben? Ich glaube, der hatte eine Tochter. Was her name Nicola? Hieß sie Nicola? I'm sorry. Tut mir leid, ich kann Sie nicht verstehen. Vielleicht könnten Sie... Drücken Sie auf den Briefschlitz. Ich drücke drauf. Was haben Sie über die Tochter gesagt? Heißt die Tochter vielleicht Nicola? Nein, sie hieß Fiona. Oh, Fiona. Und der Vater war Lehrer. Dann ist das eine andere Familie namens Robinson. Trotzdem vielen Dank. Alles Gute. Wiedersehen. Schade. Mariana hatte auf einen schnellen Erfolg gehofft. Aber zumindest können wir jetzt sicher sein, dass dieses Robinson Cottage nichts mit Franks Schwester Nicola zu tun hat. Es ist mittlerweile spät geworden. Mariana sucht nun selbst ein Quartier für die Nacht. Bei der Gelegenheit fragt sie auch hier nach Franks Halbschwester. Ja, ich war heute schon auf der Suche nach einer Frau, die hier in der Gegend arbeiten soll. Ihr Name ist Nicola Robinson. Ich hatte aber bis jetzt keinen Erfolg. Sie kennen sie nicht zufällig? Leider nein, aber ich komme auch nicht von hier. Donnerstags ist hier in Keswick Markttag. Fragen Sie doch da mal nach ihr. Vielleicht kann Ihnen dort jemand weiterhelfen. Perfekt. Das wäre ja morgen. Das werde ich versuchen. Aber jetzt würde ich gerne einchecken. Es war ein langer Tag. Hier ist Ihr Schlüssel. Zimmer 2 ist auf dieser Seite. Im ersten Stock. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Vielen Dank. Der nächste Tag. Mariana geht dem Vorschlag nach, auf dem lokalen Markt zu fragen, ob irgendjemand Nicola Robinson kennt. Sehr leer. Ich sehe keinen Markt. Ich frage vielleicht bin ich hier falsch.
Entschuldigung, sollte hier nicht ein Markt sein? Ja, deshalb sind wir hier. Ah, verstehe. Der wurde wahrscheinlich wegen des Wetters abgesagt. Es soll heute sehr stürmisch werden. Verstehe. Wie schade. Ich weiß. Aber egal, wir werden was anderes machen. Wir gehen einfach in die Geschäfte. Okay, das klingt gut. Schönen Tag noch. Danke. Tschüss. Mariannas Plan, viele Menschen auf kleinem Raum zu befragen, geht nicht auf. Trotzdem beschließt sie, sich in der Fußgängerzone umzuhören. Hi, ma'am. Hallo. Ich bin auf der Suche nach einer Frau namens Nicola Robinson. Sie soll hier in Keswick arbeiten oder eine Pension betreiben. Kennen Sie sie zufällig? Eine Kollegin hier im Pub wohnt hier schon ihr ganzes Leben. Ich bin hier erst seit 17 Jahren, ich kenne nicht jeden. Mir gehört der Laden seit 10 Jahren. Ich kann Sie fragen, sie kennt jeden. Möchten Sie mit reinkommen? Sure. Gerne. Debbie, kennst du jemanden mit dem Namen... Nicola Robinson. Nein. Sagt Ihnen nichts? Sie soll eine Pension hier haben. Ich habe den Namen noch nie gehört. Sorry, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Trotzdem danke. Wie sagt man Good Luck auf Deutsch? Viel Glück. Viel Glück. Vielen Dank. Entschuldigung, kennen Sie Nicola Robinson? Wir sind von hier, aber wir kennen sie nicht. Sie arbeitet in einer Pension. Nicola Robinson? Das sagt mir leider nichts. No? Mariana versucht es weiter. Keswick ist nicht so groß. Irgendjemand könnte Nicola kennen. Doch leider ist der Name Robinson ein sehr weit verbreiteter Nachname hier in der Region. Hier scheint keiner Nicola zu kennen. Es bleibt mir keine andere Chance, als alle B&Bs hier abzuklappern. Mariana beschließt, sich direkt in den Pensionen der Gegend umzuhören. Davon gibt es in der Region um den See über 30. Mariana hat sich eine Liste gemacht und sich eine kleine Tour überlegt. Hi there. Hallo. I'm so sorry to bother. Entschuldigen Sie die Störung. Ich suche eine Frau namens Nicola Robinson. Sie soll hier in der Gegend in einem B&B arbeiten. Kennen Sie eine Nicola Robinson? Tut mir leid. Sie arbeitet nicht bei Ihnen? Entschuldigen Sie die Störung. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Das Wetter wird, wie so oft hier in der Region, zunehmend schlechter. Auf dem Weg zu einer etwas außerhalb gelegenen Pension möchte Mariana einen kurzen Stopp einlegen. Eine besondere Attraktion liegt nämlich direkt auf dem Weg. Regen und Sturm können sie von einer kleinen Besichtigung nicht abhalten. Ja, das soll richtig berühmt sein. Sehr alt. Es ist vielleicht sogar noch eindrucksvoller bei dem Wetter. Tja, Castle Rigg, Stone Circle. Ich glaube, ich fahre lieber weiter, sonst werde ich gleich wegfliegen. Ihr seid gespannt, wie es bei Bitte melde dich weitergeht? Dann einfach hier klicken und bei Join direkt die ganze Folge gucken.